Das ist immer sehr interessant. Ich habe gerade aufgenommen, ohne zu. Das heißt hier aufgenommen. Ich habe gesprochen, ohne aufzunehmen. Das ist sehr interessant. Wir sind wieder zurück. Wir haben beim letzten Part erfahren, dass James Blackwood diese Maske hier gelagert hat in der Galerie. Versteckt hinter einem Schrank, zugenagelt. Anscheinend dachte er, die Maske sei verflucht und er kann nicht mehr, hat er geschrieben. Er kann einfach nicht mehr. Und wir sind jetzt hier. Hören den Regen und das Donnern hören wir auch übrigens. Im letzten Part haben wir es nicht gehört. Jetzt anscheinend hören wir es. Macht auch einen netteren Eindruck. Atmosphärisch einfach viel schöner. Weiß ich nicht, was damals, was im letzten Part die Musik dort für Aussetzer gemacht hat. Jedenfalls bin ich sehr gespannt zu erfahren, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich muss einen Weg finden, hineinzugelangen. Und das haben wir jetzt auch vor. Wir haben uns beim letzten Mal die Pläne angeguckt des Hauses und festgestellt, dass es ein Zimmer gibt auf der Karte, das anscheinend in unserer Vorstellungskraft nicht existieren kann. Aber anscheinend muss es existieren. Und ich habe eine Idee, wie wir in dieses Zimmer hineinkommen. Wie ihr sicherlich noch gemerkt habt, kann man doch hier diese ganzen Fenster aufmachen. Und ich habe so eine Idee. Wenn das Zimmer jetzt dort unten ist, dann könnte ich eigentlich dort runterklettern. Ich versuche das einfach mal. In der Wand ist ein großer Riss. Einige alte, verrostete Lampen schmücken die Wand dieses Turms. Hier haben wir es ja. Hier können wir reingucken. Es regnet. Die Musik übrigens gefällt mir auch ganz schön, muss ich sagen. Und wir haben noch unser Seil hier. Wir befestigen das einfach mal da dran. In der Wand ist ein großer Riss. Das ist mir zu riskant. Das Seil würde am verrosteten Metallrahmen vielleicht reißen, wenn ich es aus dem Fenster werfe. Deswegen möchte ich das jetzt hier am besten. Einige alte verrostete Lampen schmücken die Wände. In der Wand ist ein großer Riss. Wie wär's, wenn wir dann das Seil hier irgendwie. Gibt's hier nicht irgendwas, wo man das jetzt noch befestigen kann? Verrostete Lampe. Irgendwie müssten wir hier vorankommen. Könnt ihr doch bestimmt, in der Wand ist ein großer Riss. Wartet, Freunde, ich versuch mal was. Genau. Und jetzt könnten wir das Seil dort reinstecken. Das ist doch nicht schlecht. Das Seil hängt durch das Loch in der Wand. Hier sehe ich kein Seil. Ich gehe mal eine Etage tiefer, wo das andere Fenster war. Wahrscheinlich können wir jetzt dort das Seil. Ich möchte nur hier. Da ist es. Das Seil. Ob ich das riskieren soll? Warum bin ich von diesem Zimmer besessen? Oder von dem, was sich in diesem Haus abgespielt hat? Ich spüre einen ungeheuren Drang, dorthin zu gelangen. Auch wenn ich dafür mein Leben riskiere. Mir wird klar, dass durchs Fenster zu klettern und hinunterzusteigen die einzige Möglichkeit ist, in das mysteriöse Zimmer zu gelangen. Na dann. Ich hoffe mal, Maike, dass du nicht reist. Da ist tatsächlich ein Zimmer. Jetzt bin ich mal gespannt. Endlich bin ich in dem geheimnisvollen Zimmer. Es ist tatsächlich mysteriös. Oh Gott. Oh Gott. Diese Musik. Das ist ja nicht. Offenbar hatte sich jemand große Mühe gemacht, die Existenz dieses Zimmers aus irgendeinem Grund zu vergessen. Mr. Blackwood? Das ist ein Kinderzimmer. Die haben also das Kinderzimmer zugemauert, um zu verheimlichen, dass sie ein Kind haben?
Freunde? Warum haben die das Kinderzimmer zugemauert? Ich meine, was macht das für einen Sinn? Ein Kind, das auf dem Pferd schaukelt. Das ist ja nicht. Oh Gott. Die haben verheimlicht, dass sie ein Kind haben. Die haben einfach verheimlicht, dass sie ein Kind haben. Warum denn eigentlich? Ist das Kind gestorben, nachdem es auf die Welt kam? Deswegen konnten sie sich damit nicht abfinden, dass das Kind tot ist, oder wie? Aber ich frage mich immer noch, warum dieser Mann seine Frau umgebracht hat. Geburtsurkunde. Registration Number. Wann ist der Geburtsurkunde? 19. August 1961 ist das Kind geboren. Child's first name, Middleton, kann ich nicht lesen. Das ist irgendwie verwischt. Surname Blackwood. Date of birth. 7th August 1961. Rothbury. Sex männlich. Es ist also ein Junge gewesen. Additional information, keine. Mother's first name, Catherine. Middle name, Lydia. Surname Blackwood. Molden Name Dowerton. Father's first name James. Middle name Thomas. Surname Blackwood. Occupation Ingenieur. Information Christopher E. Milton, Arzt. Könnt ihr euch noch an Christopher E. Milton erinnern? Das war noch der Hausarzt, der das alles damals runterschaukeln wollte, diesen ganzen Prozess. Wenn dieses Familienmitglied noch in der Gegend lebt, wird er vielleicht etwas Licht auf die Vergangenheit des Hauses werfen können. Ich muss einen Weg finden, mich mit ihm in Verbindung zu setzen. Mit dem Kind. Das heißt, das Kind kann noch leben. Das macht mir für mich keinen Sinn. Ich meine, wenn das Kind noch leben sollte, warum haben die das denn hier zugemauert? Hier haben wir auch keine Sachen. Irgendwelches Babyzeugs. Das hatten wir auch schon. Das ist mir irgendwie grad echt. Der Engel soll wohl das Zimmer beschützen, aber ich fühle mich durch ihn nicht wirklich sicherer. Mann, ist das creepy. Die leere Wiege in diesem schmutzigen, verwahrlosten Zimmer löst bei mir ein Gefühl der tiefen Trauer aus. Das unheimliche Holzpferd scheint mich anzugrinsen. Das passt ja. So, hier wird ein Hund verkleidet. Hier haben wir auch noch irgendeinen Hund. Vor allem ist das Zimmer wirklich ganz schön klein. Das ist ja echt. Boah. Ich krieg mal fast Gänsehaut. Kann ich mir das hier auch noch ansehen? Was haben wir denn hier alles? Irgendwelche Steinchen. Bina, oh Bina, oh Bina, Obin. Ich will noch mehr Steinchen. Mo, Poké, Mre, Siblin, Obin. Komisch. Viel können wir nicht machen. Wir wissen jetzt nur, dass wir hier ein Zimmer existiert. Ein Kinderzimmer, das anscheinend irgendwie vor der Öffentlichkeit verheimlicht wurde. Warum weiß niemand? Michael zittert ja schon ganz. Ich mache mich mal auf den Weg auf den Dachboden, Freunde. Wir wissen ja jetzt das Geburtsdatum. 7.8. war das 7. August 1961. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ich dachte schon, das ist stehen geblieben. Wir gucken einfach mal in den Zeitungen nach, ob das vielleicht irgendein Geburtsdatum von dem Kind ist. Scheint ja wohl, wenn es eine Liege ist, dann muss es ja wahrscheinlich gar nicht so lange her sein. Ich überprüfe, ob es im August 1961 irgendetwas von Interesse gab. Aus dem Mai 1963. Das hatten wir ja schon. Dann geben wir das mal nach. The Journal. Das ist tatsächlich das Foto, das auch unten im Badezimmer von diesem Kindermädchen hing. The Journal, Northumberland Daily Newspaper, Mittwoch, 10. August 1961.
Eine tragische Nachricht erreichte heute die Redaktion. Nach der von vielen mit Begeisterung aufgenommenen Ankündigung, dass die Familie von Mr. James Blackwood, einer der angesehensten Bürger unserer Gemeinde, bald Nachwuchs erwartet, müssen wir nun von einer traurigen Wendung berichten. Der von der Familie Blackwood mit Freude erwartete Sohn ist kurz nach der Entbindung an einer unbekannten Krankheit gestorben. Verständlicherweise sind die über dieses Ereignis bekannt gegebenen Informationen knapp gefasst. Offenbar litt Mrs. Catherine Blackwood bereits länger an Unterleibsschmerzen, vermutlich ein Zeichen, dass an der Schwangerschaft etwas nicht in Ordnung war. Dr. Christopher Milton, der der Geburt beiwohnte, versicherte uns mit gesenktem Blick, dass er bei der Entbindung jede nur mögliche Anstrengung unternommen habe, das Kind sei jedoch schon bei der Empfängnis verloren gewesen. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber aus einer der Familie Blackwood nahestehenden Quelle wurde berichtet, das Kind sei schwer missgebildet gewesen. Trotz dieser traurigen Nachricht wurde mit Erleichterung aufgenommen, dass Mrs. Blackwood sich offenbar außer Gefahr befindet. Ihr Ehemann wollte sich zu dem Ereignis nicht äußern. A successful rose, Septon Keegan while two in Central Eru at meeting of driving his motor car was held up by eight. Meine Enttäuschung weicht schnell einem Gefühl der Leere. Hier stimmt etwas nicht. Und ich beginne mich zu fragen, ob James Blackwood etwas mit dem Tod seines Sohns zu tun gehabt hat. Michael? Willst du damit unterstellen, dass James Blackwood nicht nur seine Frau, sondern auch das Kind umgebracht hat? Ich meine, würde der wirklich sein Kind umbringen? Einfach so? Und seine Frau? Was ich mir im Moment zusammenreimen könnte, was vielleicht Sinn machen würde, wäre, dass der James Blackwood so fasziniert war, einen Sohn zu bekommen, dass er seine Frau deswegen dann umgebracht hat, weil sie es nicht geschafft hat, einen gesunden bzw. lebenden Jungen auf die Welt zu bekommen. Dass die Enttäuschung so groß war, dass er dann einfach durchgedreht ist und seine Frau deswegen umgebracht hat. Mann, ist das grad. Das ist ja echt grad. Da kann man echt Theorien aufstellen. Ich weiß nicht. Es ist Regenwetter. Und ich glaube, wir schreiben aber unsere Geschichte. Wir sind ja eigentlich hergekommen, unsere Geschichte zu schreiben. Und das ist auch das, was wir machen wollen. Jetzt hat er auch sogar ein Blatt eingelegt. Vielleicht will er ja wirklich was tippen. Tatsächlich. Sehr interessant auch. Und er schreibt und schreibt. Plötzlich blieb sie wie gelähmt stehen, unwillig das zu glauben, was ihre Augen sahen und sich der potenziellen Gefahr der Situation völlig unbewusst. Dabei war an dem Ereignis nichts Ungewöhnliches oder Seltsames. Die kleine Laura eilte durch das Wohnzimmer und ging auf die riesige Eichentür zu. Ihr schwarzes Kleid flatterte bei jedem Schritt. Als das Mädchen den Türknopf erfasste, wandte es sich zu Marion und flüsterte eindringlich, sie solle sich beeilen. Aber Marion sah Laura nicht. Erinnerungen stiegen in ihr hoch und die Wirklichkeit wurde durch die albtraumhafte Vision verdrängt, die sie nach ihrem ersten Besuch in dem alten Haus monatelang zu vergessen versucht hatte. In ihrer Vision sah sie, wie das kleine Mädchen, das ebenfalls ein schwarzes Kleid trug, aus einem im Zimmer verborgenen Gang erschien. Wo genau der Gang war, konnte sie nicht erkennen, aber sie sah wieder das Mädchen auf sich zulaufen, sein kleines Gesicht zu einer schrecklichen Fratze verzogen. Marion begriff sofort, dass es eine, wie durch einen Rauchschleier verzerrte Vision der Laura war, die sie später kennengelernt hatte. Wie sie sich durch das Zimmer bewegte, den Knauf anfasste, mit dem Rücken zu ihr stand. Es waren zu viele Zufälle, als dass sie sie ignorieren konnte. Was sie an jenem Tag erlebt hatte, war kein Albtraum gewesen und auch kein Gespenst. Ihr Verstand weigerte sich immer noch, aber angesichts der erschreckenden Lebendigkeit der Vision war sie nun bereit, es zu akzeptieren. Ein Geist wäre aus der Vergangenheit gekommen, aber was sie gesehen hatte, war die Zukunft.
Ihre Gedanken wurden von einem Schatten unterbrochen, der hinter ihr in der Tür erschien. »Du dreckige Lügnerin hast mich verraten«, knurrte eine tiefe Stimme. »Was ich bisher im Haus entdeckt habe, ist zu aufregend, und ich denke, ich kann auch morgen weiterarbeiten, nachdem ich noch etwas nachgeforscht habe.« »Nein, es ist noch zu früh, um schlafen zu gehen.« Michael will weiter nachforschen. Ich denke, das ist ganz klar angebracht. Ich meine, die haben hier ein Zimmer zugemauert, der soll seine Frau umgebracht haben. Das ist doch alles. Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Das passt alles nicht zusammen. Es ist 17 Uhr. Vielleicht wirklich langsam Zeit schlafen zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich gedenke einfach mal irgendwen anzurufen. Vielleicht können wir irgendwie Gespräch suchen mit irgendwem. Es ist nicht sehr hilfreich, Barbara an einem Sonntag zu belästigen. Vielleicht Jerry. Tatsächlich. Ja? Jerry, ich bin's. Du wirst nicht glauben, was ich hier gefunden habe. Bin ganz Ohr. Es geht um die Ereignisse, die zu dem Mord führten, von dem du mir erzählt hast. Dieses Haus hat eine bewegte Vergangenheit und es steckt voller Rätsel. Anscheinend ist bisher niemand darüber gestolpert. Wolltest du nicht an deinem Buch arbeiten? Hörst du mir eigentlich zu? James Blackwood hatte einige ziemlich unheimliche, vielleicht sogar gefährliche Interessen. Ich habe das Gefühl, dass dieser Fall viel komplizierter ist, als man damals dachte. Den längst vergessenen Fall eines verrückten alten Psychopathen, der seine Frau umgebracht hat, aufzurollen. Auf keinen Fall! Und den ganzen Spaß verpassen? Ich gehe der Sache selbst nach. Ob die Geräusche, die ich gehört habe, etwas damit zu tun haben? Vielleicht hat James Blackwood versucht, etwas zu verbergen. Wie der alte Mann in dem Roman, der das Tor zur Hölle bewachte. Hätten das dieser James Blackwood so ein Portal in seinem Keller hatte? Diese schrecklichen Geräusche kommen bestimmt von den Verdammten, die es auf dich abgesehen haben. Vielen Dank, Kumpel. Das baut mich richtig auf. Schön, dass ich Freunde wie dich habe. Dann hör auf mit diesem Quatsch. Hast du eine Ahnung, wie verrückt das klingt? Du bist Schriftsteller und kein Geisterjäger. Ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Das muss ich einfach. Ich bin mir sicher, dass hinter James T. Blackwood viel mehr steckt als ein einfacher Mord. Jetzt klingst du noch morbider als sonst. Einfacher Mord. Oh je, gerade ist jemand gestorben, nur keine Sorge. Das sieht dir gar nicht ähnlich, Michael. Diese Sache schlägt dir auf die Psyche. Mach da nicht so ein Drama draus. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich weiß genau, was ich tue. Na schön, geh den Geist von James Blackwood jagen. Ich bleibe hier in der Realität. Ich lass dich wissen, wie ich vorankomme. So viel zu unserem Freund. Zu unserem Freund Jerry. Und es ist 18 Uhr. Wir haben tatsächlich eine Stunde telefoniert. Nein, das kann natürlich nicht stimmen. Wer es schon gemerkt hat, die Uhr, die Standuhr dort unten, zeigt uns sozusagen an, ob wir in diesem ganzen Spiel vorankommen oder nicht. Und durch dieses Telefonat ist die Uhr von 17 auf 18 Uhr gesprungen und wir sind somit vorangekommen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Nach den Ereignissen des Tages bin ich ungewöhnlich müde. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Und da bin ich voll deiner Meinung, Michael, und wir gehen wieder schlafen. Vielleicht hört es ja endlich auf zu regnen und morgen können wir dann der ganzen Sache weiter auf die Spur gehen. Ich lege mich auf das Bett. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Es scheint wieder Nacht zu sein. Regnen tut es nicht mehr. Aber Michael ist aufgestanden, weil er ein ungutes Gefühl hat. Warum? Kamin ist kalt, ich höre mal hier wieder rein. Ich kann nichts Ungewöhnliches hören. Du kannst nichts Ungewöhnliches hören.
Michael, so langsam machst du mir Angst.